Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich mit euch nochmal so ein paar Sachen zum korrekten Start und Shutdown der Engines in der Bronco durchgehen. Insbesondere zur Verriegelung der Propellerblätter, also der Stellung, ja, der Pitch. Das hatte ich im ersten Video selber gar nicht wirklich richtig beachtet und auch gar nicht richtig verstanden. Vielen Dank an die Leute, die mir da Hinweise über die Kommentare gegeben haben. Und ich habe mich mit dem Thema jetzt nochmal ein bisschen beschäftigt und möchte euch jetzt nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich, glaube ich, erstmal ganz kurz den technischen Hintergrund erklären, warum das hier in der Maschine notwendig ist mit dem Verriegeln der Blätter. Wir haben hier in der Bronco eine Fixed Turbine. Und bei einer Fixed Turbine ist es immer so, dass die Propellerachse fest auch mit der ganzen Turbinenwellengeschichte verbunden ist. Da kann zwar trotzdem ein Getriebe drin sein, ja, denn so ein Propeller, wenn er sich 2000 Mal pro Minute dreht, dann ist das schon viel, aber so eine Turbine dreht sich bis das 10- oder 20-fache mal höher. Ja, es geht bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute und so eine Geschichte. Aber es ist fest miteinander verbunden. Das heißt, die Turbine hat die gleiche Beschleunigung wie der Propeller und muss auch gleich schnell beschleunigen können wie der Propeller. Beziehungsweise der Propeller muss sich genauso schnell beschleunigen können wie die Turbine. Ansonsten kann es einfach zu Überhitzungen und Bränden kommen in der Turbine. Ja, heutzutage sind die meisten Turboprops mit einer Free Turbine ausgestattet. Da ist die Propellerwelle nicht fest mit den ganzen Kompressorwellen unbedingt in der Turbine verbunden. Ja, sondern da ist die Welle wird ausschließlich hinten über die Gase dann angetrieben vom Propeller. Aber sie hat keine Rückkopplung auf die Geschwindigkeit der Turbine. Und in den modernen Free Turbine Turboprops ist es dann halt auch nicht so wichtig, dass der Propeller oder die ganze Propellerachse sich gleichmäßig oder genauso schnell beschleunigen kann wie die Turbine an sich. Ja, und in diesen älteren Fixed Turbine Props oder Turbine Turboprops, sagen wir es mal so, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass der Propeller so wenig Widerstand wie möglich natürlich jetzt beim Turbinenstart bietet. Das heißt, die Blätter sollten eher in so einer Art, ja, Fine Pitch nennt man das, ja, also in einer ganz mit einem ganz kleinen Winkel zur Achse einfach nur da sein. Ja, also zur Drehachse, nicht zur Längsachse, ne, sondern wenn sie sich so rumdrehen, sollten sie halt so einen geringen Winkel wie möglich haben, ja, damit sie so wenig Luftwiderstand wie möglich bieten und eine schnelle Beschleunigung der Turbine ermöglichen. Und daher werden die Propellerblätter an dieser Stellung erstmal verriegelt, damit, wenn die Turbine anfängt sich zu drehen, der Governor nicht gleich anfängt, die Propellerblätter in einen hohen Anstellwinkel zu treiben. Ja, weil sonst würde der Governor nämlich anfangen, die Blätter gleich zu drehen, sodass sie ein bisschen steiler zur Drehrichtung stehen und dass sie mehr Luftwiderstand verursachen. Und das führt dann halt dazu, dass die Turbine nicht so schnell beschleunigen kann, wie sie eigentlich muss beim Start. Und dann kommt es halt, wie gesagt, zu Fehlern. Und wenn die Turbine dann läuft, dann muss man den Propeller aber auch erst entriegeln, damit der Governor die Propellerblätter ordentlich steuern kann. Das ist so die ganze Geschichte, die wir jetzt hier in der Bronco beachten müssen. Und wir haben in der Bronco daher beim Engine Shutdown auch die Möglichkeit, die Propeller wieder gleich in so eine verriegelte Position zu bringen. Oder aber, wenn es notwendig ist, natürlich auch in eine komplett gefederte Position, ja, sodass von vorne die Propellerblätter, ich sag mal jetzt, dem Wind nicht großartig ausgesetzt sind oder sowas. Das sind dann Sachen, die würden entschieden werden, wenn man die Engine abstellt, ja, wann man das federt und wann man das nicht federt, denke ich mal. Und wir haben im Tablet, das war verkehrt, im Tablet hier auch ein entsprechendes Symbol für die Verriegelung der Propellerblätter. Hier ist ein rotes Schloss. Das bedeutet, die Propellerblätter sind jetzt in dieser, ja, Fine Pitch, also dieser geringen Anstellwinkelgeschichte verriegelt. Ja, jetzt kann ich die Engine starten, ohne dass irgendwelche Schäden passieren. Wenn dieses rote Schloss nicht da ist, dann funktioniert das hier im Sim auch nicht. Das ist simuliert, dass die Engine dann nicht wirklich startet. Das spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, wenn ihr euch neu reinladet. Ja, da ist das alles ordentlich gesetzt. Aber wenn ihr zum Beispiel mehrere Flüge hintereinander macht und ihr macht zwischendurch die Engines aus und beachtet dabei ein paar Sachen nicht, dann kann es halt passieren, dass ihr versucht, die Engine zu starten, die Propellerblätter aber nicht verriegelt sind und ihr kriegt die Engine nicht gestartet.
Ja, und wir machen mal kurz die Covers ab und jetzt demonstrieren wir erstmal den normalen Engine Start. Und wie man dann die Blätter normalerweise entriegelt. Mache Batterie an, ich mache die Generatoren auch gleich an. Und ich habe leider momentan nur einen Schubhebel und einen Condition Lever. Das heißt, ich muss ein bisschen mit der Maus teilweise hier erstmal zwischenfummeln. So. Hier ist übrigens auch im Discord geschrieben worden, dass sie gegebenenfalls die Ansteuerung der Schubhebel und Condition Lever nochmal überarbeiten, sodass es von außen dann auch möglich ist, über X's und O's und so eine Geschichten die Hebel anzusteuern, was ja momentan noch nicht wirklich geht. So, wir sehen jetzt, ja, die Propellerblätter haben die richtigen Anstellwinkel. Es ist hier verriegelt. Das ist die Seite, die wir jetzt gerade starten. Und Condition Lever auf Fuel Shut Off und den Schubhebel in Flight Idle Position und dann einfach den Starter drücken. Ja, dann fängt das Ganze an. Und ihr werdet auch hier gleich merken, oder ihr würdet hier gleich merken, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Wenn die Propellerblätter nicht verriegelt sind, dann geht das gar nicht erst bis auf 10% hoch. Ja, dann merkt ihr schon, da haut was nicht hin, könnt dann Start gleich abbrechen. Und wenn wir über 10% sind, können wir Treibstoff zugeben. Und der Propeller startet ganz normal. Starter geht automatisch aus. Es pegelt sich dann bei 60% ungefähr ein. Ja, RPM. So, fertig, ne? Und wir sehen jetzt hier, ne? Die bleiben verriegelt. Wir müssen also, damit wir dann ordentlich losrollen können und auch insbesondere starten können, die Verriegelung aufheben. Das ist nämlich das, was mir im ersten Video passiert ist, wo ich mich gewundert habe, warum ich nicht wirklich vorwärts komme. Ne? Die waren einfach noch verriegelt. Und die offizielle Methode, die Dinger zu verriegeln, ist es, den Schubhebel in den Reverse zu ziehen, ganz kurz. Ja, ich mach das mal hier. Kriege ich das beides ins Bild. Kann man nicht einfach... Ah, guck mal. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hier drauf dann auch sehen, ne? Ziehst also den Hebel in den Umkehrschub. Ja, und dann wird der Propeller entriegelt. Nur ganz kurz, theoretisch, ne? Das hat jetzt wieder, weil ich mit der Maus hier drauf war, nicht die Steuerungsangaben von dem Hebel angenommen. Ja, und das ist die offizielle Methode. Was auch funktioniert, ich starte mal ganz kurz die zweite Engine, ist eine Notfallentriegelung, falls wir Vollgas geben. Dann entriegelt sich das auch automatisch. Das zeige ich kurz am anderen Propeller. Ja, ich gucke hier, ob es über 10% geht. Ja, es funktioniert, ist also alles erstmal richtig. Propeller fährt hoch. Starter geht aus, stabilisiert sich bei 60%. Und wenn ich jetzt kurz Vollgas gebe, dann entriegelt sich das auch. Ja, es ist so eine Notfallgeschichte. Ich will mal kurz testen, ob sich das auch entriegelt, wenn wir die Condition Lever da vorne schieben automatisch. Nein, das reicht nicht. Ne? Das ist jetzt quasi die Position, wo der Governor sagt, okay, wir wollen mindestens 95% oder so haben. Aber der Propeller bleibt verriegelt. Ich muss also ganz kurz Vollgas geben. Dann entriegelt er sich. Ne? Also entweder ganz kurz Vollgas oder ganz kurz Reverse. Wobei ganz kurz Reverse ist die offizielle Methode, auch laut Handbuch. Und wenn ihr dann irgendwo steht, ihr seid angekommen und ihr fahrt jetzt die Engine runter, ohne irgendwas zu beachten, dann bleiben die Engines so in einer, ja, nicht ganz flachen Pitch. Ja, ihr könnt auch direkt in den Federmodus gehen, dann werden sie wirklich gefedert. Also mit einem ganz hohen Anstellwinkel, sodass sie von vorne den geringsten Widerstand bieten. Ja, aber wenn ihr jetzt einfach nur die Engines runterfahrt, ja. Dann bleiben die halt so stehen. Na, in der Stellung quasi, wie der Governor sie das zum letzten Mal einfach hatte. Ne?
Und ihr kriegt jetzt theoretisch die Engine auch nicht mehr gestartet. Ja, wenn ihr dann jetzt wieder losfliegen wollt und ihr startet die Engine, dann bleibt das in der Regel schon vor 10% hängen. Im echten Flugzeug, glaube ich, würde das trotzdem ein Stück hochgehen. Ich weiß nicht, ob es bei 10% hängen bleiben würde. Na, aber wir sehen schon, es geht gar nicht hoch. Und wenn ich jetzt Treibstoff reinhaue, dann... Das haut mir noch nicht richtig hin. Dann wird die Temperatur auch einfach zu hoch. Ja, es wird zu heiß. Die Turbine geht eigentlich in den Arsch dadurch. Ja, das ist also falsch, was wir gerade machen. Ja, Propeller startet nicht wirklich und wir machen die Turbine eigentlich kaputt. Das ist, weil die Blätter halt nicht in so einer bestimmten Stellung verriegelt sind. Und wir haben jetzt quasi einen Hangstart, einen aufgehängten Start. Ich muss jetzt, glaube ich, abbrechen. Ja, sonst geht das hier auch nicht wieder runter. Und deshalb müssen wir jetzt die Propellerblätter wieder verriegeln. Ich zeige nachher auch gleich, wie das normalerweise runtergefahren wird. Ja, das richtige Runterfahren der Engine passiert nämlich genauso, dass wir die Schubhebel in den Umkehrschub ziehen, während wir die Engines cutten. Dann wird nämlich gleichzeitig die Pitch wieder verringert und die Propeller verriegelt. Ja, und jetzt zeige ich euch, was machen wir, wenn es halt nicht geklappt hat, ne? Also wenn wir in einer solchen Ausgangssituation sind, dass wir hier nichts verriegelt haben. So, wir warten mal kurz, bis das runtergefahren ist, okay? Und zwar nutzen wir dazu den Air Start. Ja, wir setzen den Schubhebel in den Reverse. Die Condition Lever bleiben in Shut-Off. Wir öffnen den Air Starter. Also hier heißt das Ignition and Unfeather, ne? Es sind aber eigentlich offiziell die Air Start Switches. Und dann klicken wir das in den Crank. Und jetzt werden nämlich die Propellerblätter in die entsprechende Position mit der oder mit dem geringen Anschnittwinkel gefahren und auch gleich verriegelt. Dazu muss aber der Schubhebel zusätzlich im Umkehrschub sein. Ja, und schon ist die Engine verriegelt. Und wir könnten sie jetzt wieder starten. Ja, das gleiche auf der anderen Seite. Ja, Propellerblätter werden in die entsprechende Stellung gefahren und am Ende dann verriegelt. Zack, passt. Ja, und jetzt können wir den Schubhebel wieder ganz normal in den Idle schieben und könnten jetzt wieder ganz normal die Engines auch starten. Und dann würde das jetzt auch funktionieren. So, beide Engines laufen. Ich entriegel jetzt, indem ich ganz kurz in den Umkehrschub gehe. Ja, entriegelt. Und die richtige Verfahrensweise, um die Propeller jetzt oder die Engines runterzufahren und die Propeller gleich wieder in diese verriegelte Position zu setzen, ist halt wirklich Cut-Off. Ja? Also Treibstoff cutten und Umkehrschub. Ja, und dann werden die Propeller gleich wieder in der richtigen Stellung im Prinzip verriegelt, sodass wir beim nächsten Mal gleich starten können. Ja, und wenn sie verriegelt sind, können wir den Hebel natürlich auch wieder in den Ground Start oder Flight Idle schieben. Hier im Simulator ist vieles schon so programmiert, dass es schon ab Ground Start funktioniert, ja, dieses Verriegeln und so eine Geschichten. Im echten Handbuch steht aber immer Full Reverse. Und ich starte nochmal ganz kurz beide Engines und zeige dann, wie das mit dem Feathern funktioniert. So, beide Engines laufen wieder. Und wenn wir jetzt aus welchem Grund auch immer wirklich eine gefederte Stellung der Propeller wollen, beim Runterfahren der Engines, ja, weil, weiß ich nicht, die Maintenance ist erfordert oder starker Wind herrscht oder was auch immer, ich kann es nicht genau sagen, welchen Grund es geben würde, dann
ziehe mir den Condition Lever wirklich einfach in die letzte Position, ja, in die Shut Off and Feather Position und lassen den Schubhebel im Idle stehen. Ja, also wirklich bis ganz durchziehen. Und jetzt werden die Propeller dann quasi gefedert. Das ist quasi dann der steilste Anstellwinkel. Also der Winkel wird eigentlich immer in Drehrichtung gemessen, ne? Zur Achse gesehen ist es dann quasi schon der geringste Winkel. Da muss man mal aufpassen, von wo man guckt, welchen Winkel man nimmt, ne? Aber der Beta-Winkel als Zahl wird immer angegeben in Drehrichtung eigentlich gesehen. Und das ist jetzt quasi der höchste Winkel, ne? Mit dem höchsten Widerstand auch in Drehrichtung. Und da werden die Propeller dann halt auch nicht verriegelt. Ja, und das ist jetzt wieder eine Stellung, wo wir dann beim nächsten Mal die Propeller nicht starten können. Ne? Auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Shut-Off-Lever einfach in die Position ziehen, da passiert nicht viel, ja, weil einfach kein Hydraulikdruck drauf ist in so einer Geschichte und wir müssten jetzt hier wieder cranken, ne? In den Umkehrschub ziehen und die Propellerblätter wieder verriegeln. Ja, das ist so die Mechanik dahinter, die ist gar nicht so unwichtig, gerade für Leute, wie gesagt, die vielleicht mehrere Flüge hintereinander machen. Man macht das in der Regel natürlich alles nacheinander, ne? Also einen Propeller nach dem anderen. Aber für Demonstrationszwecke ist das okay hier. Ja, und jetzt sind wieder beide verriegelt und jetzt könnten wir wieder starten. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ein kurzer Hinweis am Ende noch zur Checkliste. Ich habe inzwischen eine erstellt, ja, in meinem üblichen Format. Und die habe ich jetzt auch Flight Sim TO auch schon hochgeladen. Ich werde noch ein paar Korrekturen reinmachen und gegebenenfalls auch schon eine zweite Version in den nächsten Tagen hochladen. Und in meinen Ingame-Mod habe ich die auch schon integriert. Ansonsten am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch auf dem Discord aber auch einfach nur mit anderen Leuten ein bisschen austauschen oder rumchatten. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.